Du bist Climber, Miller Mage, Smith und das war's. Okay, der Climber wird jetzt nochmal Fischer. Und Hunter. Das passt ja einigermaßen zusammen. So, genau und hier in diesem kleinen Raum kommt jetzt unser Totem. Da. So. Da kommt hier später eine tolle Tür hin. Der ganze Dirt wird eh durch Stein ersetzt, sobald wir genug Stein haben, was momentan nicht so wirklich der Fall ist. Und eventuell schwimmt gleich ganz viel Wasser hier rein. Weil ich will das hier ja wegbauen. Ich lasse die Zwerge erstmal die ganzen Ressourcen hier einsammeln. Ist ja doch einiges. Und wenn das eingebaut ist, dann versuche ich einfach Stein über das Wasser zu bauen. Und somit das quasi zu ersetzen. Also wenn ich jetzt hier einen Steinblock hinsetzen würde, dann müsste eigentlich das Ganze steigen. Die Frage ist halt nur, wie gut das programmiert wurde. Das können wir gleich gucken. Oh oh, Zombie. Ist Flucht. Wo ist unser neuer Zwerg? Der hat noch keinen Schaden genommen. Flup. Du, hey du, du. Oh, du hast nur einen Lebenspunkt. Ja, okay. Wann gehen so eine Sachen kaputt? Oh, hallo Geist, der Pilz aus unserem Lager klaut. Du hast 1,5 Herzen, du hast 3 Herzen. Take control. Lauf, 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 lauf. Hoch da. Hoch da. Rein da. Und den da angreifen. Oh oh. Okay, du bleibst bitte hier. Also, dass wir in jede Nacht so viele Skelette bekommen, ist echt doof. Bring wenigstens einen um. Bring wenigstens einen um. Bring wenigstens einen um. Bring wenigstens einen um. Einer ist kaputt. Ja, stimmt. Das hatte ich schon vor 2 Folgen oder so erwähnt, dass hier ein Friedhof ist. Wir müssen hier echt eine Mauer hochziehen. Da geht nichts dran vorbei. Die ganzen Aufträge weg. Den Auftrag weg. Und warten, bis Tag wird. Ich würde wirklich gerne Portale schließen können, aber das geht anscheinend nicht. Oder den Zwergen sagen, hier sollen sie nicht hingehen. Für den Befehl, in Anführungszeichen, gibt es einen Gegenstand. Der nennt sich Warnschild. Weiß nur nicht mehr genau, wo der war. Hatte ich jedenfalls gelesen gehabt. Genau, Beware Sign. Dann laufen Zwerge da nicht hin. Also könnte ich den Beware Sign hier hinsetzen und dann würde keiner da ins Portal zurücklaufen. Flieh. Mal nicht irgendwo die Uhrzeit sehen. Nein, es wird jetzt schon hell, sehr gut. Also weg mit euch und dann setze ich sofort hier eine Mauer hin. Und zwar 4 Blöcke hoch, damit die nicht eine Leiter bilden können mit ihren doofen Schilden. So, Musik entspannt sich, alles fällt tot um. Sehr gut. Achso, neues Portal. Das ist jetzt eh zu spät. Wir machen kein neues Portal, damit das Ganze nicht nochmal passiert. Das heißt, es müssten jetzt eigentlich alle nach Hause kommen. Das Wasser. Oh, die Luke wurde... Ah, okay, die Luke wurde kaputt gemacht und ist einfach nur runtergefallen. Das heißt, wir können sie jetzt neu bauen, sobald sie wieder im Lager ist. Und ein Zwerg ertrinkt. Nicht gut. Die können wir nicht wegmachen, die Brücke. Nicht ertrinken. Nicht ertrinken. Das sieht nicht gut aus mit unseren Jungs.
So, haben wir inzwischen den Götzen? Nein, haben wir nicht, weil neue Kristalle gewachsen ist. Komm schon. Wir müssen noch langsam was hinbekommen hier. Oh, du hast keinen Zugang, ist okay. Wir hätten gerne da. Ah, das geht. Okay. Dann bau bitte da eine Dirt-Mauer. Fürs Erste. So, der Kristall muss auch noch weg. Und die Kristalle wachsen tierisch schnell. Also eben gerade war hier ein Kristall und da war keiner. Jetzt ist der Kristall weg und da ist ein neuer. Portale brauchen wir keins. So, dich wollten wir da hinsetzen. Wundert sich über den Token. Oder vielleicht, warum wir keinen Token haben. So. Können wir währenddessen irgendwas Praktisches machen? Wir haben keinen Schleim. Wir haben kein Eisen. Wir könnten ein Bett bauen. Also ein richtiges Bett. Komfort 2. Okay. Braucht 7 Holz. Das ist krass. Bauen. Bett. Da. Da ist das Bett. Okay. Das heißt, hier können wir dann ordentliche Betten hinsetzen. Und sobald die Luke wieder steht, können wir dann auch Zwerge zum Schlafen schicken. So, unser Token oder Totem ist jetzt da und der ist grumpig. Also steht der Komfort 0% und Lippen nach unten und rot überhaupt. So, jetzt da das Ding drauf ist, ist das Haus komplett. Steht hier auch. Und man sieht diesen Rahmen hier rumflitzen. Das gibt die Grenzen des Hauses an. So, du musst weg, du musst weg, du musst weg. Wo ist mein Bett? Da ist dein Bett. Du hast nur noch einen Lebenspunkt. Geh schlafen. Da ist dein... Warum fragen die sich alle, wo ihr Bett ist? Mach den Pilz da weg, dann könnt ihr auch ins Bett gehen. Und den Baum da. Und die da. Warum redet ihr? Ihr habt doch ganz viel zu tun. Da muss eine Dirtmauer aufgeschüttet werden. Dick. Ich glaube, irgendwo ist irgendwas verbuggt oder blockiert. Weil ich würde eigentlich ganz gerne, dass sie hier runtergehen. Das können sie doch nicht. Okay, mache ich ein Portal auf dahin. Nö, der konnte runtergehen. Sehr komisch. Ah, jetzt gehen sie schlafen. Oder auch nicht. Jungs, macht den Pilz da weg. Dann könnt ihr auch schlafen gehen. So, Bett bauen kann ich noch nicht, weil der Pilz im Weg ist. Und sie haben jetzt nur den Auftrag, den Auftrag, den Auftrag. Oh, hier wurde nur eine Stein-Hintergrundwand gebaut und keine richtige Steinwand. Das ist ärgerlich. Warum könnt ihr den Pilz nicht wegmachen? Ihr habt doch Äxte, oder? Ja. Alle haben Äxte. Oh, mach mal diesen Holzblock da weg. Das ist nämlich keine Hintergrundwand. Das ist eine richtige Wand. Ups. Das könnte das Ganze erklären. Ich müsste dann die Hintergrundwand weghauen und dann eine Holzwand hinsetzen. Ja, solche kleinen Details. Das kennt man auch aus Dwarf Fortress. Zwerge machen nicht, was sie wollen und man rätselt stundenlang rum, wo alles liegt. So, die müssten jetzt Lebenspunkte dazu bekommen.
Nicht wirklich viel. Um nicht zu sagen, gar nichts. Oder sie bekommen es erst, wenn sie zu Ende geschlafen haben. Na gut, so oder so wird es ihnen schon mal gut tun. Das muss noch weg. Ja komm, wir dürfen uns nicht wieder auf so einen kleinen Kram festlegen. Wir müssen jetzt hier die Mauer bauen. Und hier die Dirt Mauer, genau. Wo ist eigentlich Zweck Nummer 4? Zwei schlafen, einer arbeitet, es wird gleich schon wieder dunkel. Du, du. Oh. Du hast hier hinten wieder irgendwas aufgehoben. Okay, warte mal, wir machen jetzt ein Portal hier hin. Kontrollieren dich direkt und gehen dadurch in das Portal rein. Du. So, Release. Jetzt müsste er hier mithelfen. Also, chop, 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 chop. Er kriegt Lebenspunkte wieder, aber es dauert ewig. Genau, bau da eine Steinmauer, bevor die Skelette wieder auftauchen. Die sind bestimmt schon auf dem Weg. Nö, nicht wirklich. Die sind bestimmt bald auf dem Weg. So, Steinmauer ist im Bau, ist im Bau, ist im Bau. Auch wenn er eigentlich noch höher sein müsste. Ne? Also hier kann er einen Block erschaffen durch sein Schild. Warte mal. Du. Da. Hier kann er einen Block erschaffen durch sein Schild. Aber ob die jetzt eine richtige Rampe bauen können aus Skeletten, die Schilde hochhalten, das ist die nächste Frage. So, Dirt, dahin. Das ist interessant. Ein Block, der in der Luft schwebt. Aber hier müssten wir auch schon mal sicher sein. Weil die können ja aus dem Wasser nicht wirklich so delfinartig hochspringen, hoffe ich einfach mal. Achso, das ist wieder ein falscher Dirtblock gewesen. Ja, okay. Also eine Dirt-Hintergrundwand und kein, ne? Da wird gebaut, da wird gebaut. Und wenn sich jetzt irgendeiner der Zwerge dazu niederlässt, einen Stein dahin zu schleppen, sind wir auch heute Nacht wieder sicher. Das ist zum ersten Mal sicher. Und hier kommen die Skelette. Also, chop, chop, Jungs. Beilung, Beilung, Beilung. Wo führt das Portal hier eigentlich nochmal hin? Achso, da hinten. Ja. Du machst das. Hey, der hat schon ein ganzes Herz regeneriert. Schläft jetzt aber auch schon seit 10 Stunden oder so. Also bessere Betten sollten definitiv unsere Priorität sein. Also nachdem wir die Mauern fertig haben. Damit wir schneller Lebenspunkte regenerieren. Komm schon, das muss da weg. Das Zeug muss weg und da muss ein neuer Stein hin, sonst sind gleich die Skelette da. Genau. Kann ich euch wecken? Ah. Take control. Release. So, komm, wir kommen da oben. Beilung, 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 Beilung. Beilung, 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 Beilung. Das wird nix. Du gehst gefälligst wieder hoch. Hunter. Das ist nicht gut. Genau, flieh, lauf, 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 lauf. Was machst du jetzt? Kommt ihr jetzt alle nacheinander? Nee, du hast das weggemacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, 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 tot. Was passiert, wenn Zwerge sterben? Das weiß ich bisher noch nicht. Das war mein erster toter Zwerg. Also der ganze Zeug liegt... Ist denn nur noch ein Baum geklettert? Also der ganze Zeug liegt da auf dem Boden und er stirbt jetzt auch. Zack. Zweiter Zwerg tot. Ah, in 4 Minuten 40 kommen die nächsten. Und die können durch Steine durch? Übel.
Alles ist nicht so wie in Minecraft, wo man einmal eine Dirtmauer gebaut hat und war dann sicher. Also drumherum. Sobald sie hoch genug ist. Hier können sie einfach durchprügeln durch Blöcke. Komm schon, Sonne. Tu uns was Gutes. Okay, also 8 Minuten. Bis unsere 2 Zwerge wieder da sind. Und die hier wollen anscheinend erstmal nur schlafen. Was aber auch verständlich ist. Das heißt, ich werde jetzt einen kleinen Zeitraffer machen. Die Folge ist hier eh gerade rum. Und wenn wir uns dann gleich wiedersehen, wird genug Zeit vergangen sein, dass die hier wieder wach sind. Was wirklich lange dauern dürfte. Also, bis gleich.